Standardrezept für eine Auslandsentsendung in dem Sinn gibt es nicht. Das Wichtigste ist, dass sowohl Arbeitgeber als auch Mitarbeiter hier abgestimmt vorgehen, dass es klare Regelungen gibt, damit die Auslandsentsendung sowohl für den Arbeitgeber als auch für die betroffenen Mitarbeiterinnen zum Erfolg wird. Grundsätzlich jede Entsendung ist individuell und betrifft natürlich als grenzüberschreitende Transaktion auch unterschiedliche gesetzliche Rahmenbedingungen. Da gibt es jetzt leider nicht das eine allgemeingültige Erfolgsrezept. Was es schon gibt, wie bei jeder grundsätzlichen Geschäftstransaktion, dass eine strukturierte Abarbeitung der Punkte Planung, Abklärung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, Kommunikation und Administration sehr viel zu einem Erfolg beiträgt. Meistens ein Zusammenspiel aus fehlender, schlecht strukturierter Kommunikation und Administration. Das heißt, es wurden nicht alle betreffenden Personen wirklich von Beginn an mit an Bord genommen. Fallstricke bei Entsendungen gibt es natürlich viele. Sie müssen sich vorstellen, ich habe unterschiedlichste Rechtsbereiche involviert. Arbeitsrecht, Fremdenrecht, Einkommensteuerrecht, Sozialversicherungsrecht. Immer zwei Länder, die zusammenspielen, das Heimat- und das Gastland. Hier ist es wichtig, dass man abgestimmt vorgeht und insbesondere, dass man auch einen Partner an der Seite hat, der hier entsprechend unterstützen kann und auch die jeweiligen Länder abdeckt. Derzeit ist durch Covid-19 natürlich die Reisetätigkeit wesentlich eingeschränkt. Viele Unternehmen sagen aber, wir warten nur, wenn das wieder vorbei ist, dass wir starten können. Also man sieht aus Unfall nicht, dass es hier zu großartigen Änderungen kommen wird bei Entsendungen. Wo es Änderungen geben wird, ist natürlich bei kurzfristigen Dienstreisen, wo man vermehrt auch auf virtuelle Konferenzen zurückgreifen wird. Es wird sich sicher im Bereich der virtuellen Meetings wird sich etwas verändern. Aber ich glaube, und das ist auch der allgemeine Tenor, den man fühlt, dass sich die mittelfristigen und langfristigen Entsendungen wieder auf das normale Niveau zurückziehen werden, da ganz einfach das Geschäft, die Geschäftsbeziehungen auch weiterhin und in Zukunft mit dem persönlichen Kontakt am besten funktionieren werden.